Das Vereinigte Königreich. Es liegt im Nordwesten von Europa und viele verbinden mit dem Begriff UK eigentlich nur England. Aber zum United Kingdom gehören mehr Länder. Das ist alles UK-Gebiet. Bestandteile sind England, Schottland, das hier oben ist Nordirland, das hat leider keine eigene Flagge, und Wales. Wales liegt westlich von England. Staatsoberhaupt der parlamentarischen Demokratie ist Queen Elizabeth II. Und ich habe mich auf den Weg gemacht, um euch die meiner Meinung nach wichtigsten Personen, Orte und Merkmale der UK-Länder zu zeigen. Meine Reise beginnt in England, dem flächenmäßig größten Land im Vereinigten Königreich. Dass man überall in der UK links fährt, daran musste ich mich auf meinem Weg durch England erst einmal gewöhnen. Englische Polizisten nennt man übrigens auch Bobbies. Generell ist England ziemlich berühmt für seine Hüter des Rechts. Die Heldengeschichten von Robin Hood zum Beispiel, der in den Wäldern von Sherwood Forest in Nottingham sein Unwesen trieb, wurden mehrmals verfilmt. Ein weiterer Kinostar ist ein britischer Geheimagent namens Bond. James Bond. James Bond ist bekannt für seine schnellen und meist englischen Autos. Er trinkt seinen Martini geschüttelt, nicht gerührt, hat immer die schönsten Frauen an seiner Seite und sorgt seit dem ersten Bond-Film 1962 regelmäßig für reichlich Action in den Kinosälen. Von England aus geht meine Reise weiter, hoch in den Norden nach Schottland. Hier mache ich mich auf die Suche nach dem berühmten Ungeheuer aus dem bekannten See Loch Ness. Entschuldigung, ich bin auf der Suche nach dem Ungeheuer von Loch Ness. Wissen Sie, wo ich das finden kann? Nach dem Ungeheuer? Ja, Nessie. Oh no, bei meinem Dudelsack. Alle Touristen wollen only sehen das Ungeheuer von Loch Ness. Dabei gibt es so viele schöne Sachen in Scotland. Komm mit, wir trinken einen Tee und ich erzähle dir etwas. Das ist ja eine Ehre, Dankeschön. Das Ungeheuer habe ich leider nicht gefunden. Aber dafür habe ich von dem netten Schotten erfahren, dass es in Schottland illegal sei, eine Kuh zu besitzen, wenn man betrunken ist. Was es nicht alles gibt. Von Schottland aus ist es nur ein Katzensprung nach Nordirland. Und ich habe mich extra in die Nationalfarbe grün gekleidet, um nicht groß aufzufallen. Nordirland ist sehr bekannt für seine schönen Landschaften. Und natürlich auch für die vielen Schafe. In Nordirland und Irland leben mehr als doppelt so viele Schafe wie Menschen. Im Süden von Irland kann man auf einer Farm sogar Schafe adoptieren, für 50 Euro im Jahr. Genauer gesagt kann man das auf der Kissane Sheep Farm. Dort kann man dem adoptierten Schaf dann einen Namen geben und man bekommt ein Zertifikat. Das Geld kommt natürlich den Schafen zugute. Mein kleiner Besuch in Nordirland neigt sich dem Ende zu und ich mache mich auf dem Weg nach Wales. Dort kann ich aber leider gar nicht lange bleiben, denn ich habe einen wichtigen Interviewtermin in England. Genauer gesagt in London, im Buckingham Palace, mit niemand anderem als der Queen höchstpersönlich. Guten Abend, Queen Elizabeth II. Als erstes möchte ich mich bedanken für Ihre Gastfreundschaft mit einem kleinen Geschenk. Und zwar ist es die aktuelle Ausgabe vom Fluter. Thank you. Ich habe so viele Fragen zum Vereinigten Königreich. Wären Sie vielleicht bereit, mir einige davon zu beantworten? Sorry, my little friend, but my time is running. I am a busy woman. And a lot of work is waiting for me. Tja, als Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs und der Commonwealth-Staaten hat man eben nicht für jeden Reporter Zeit. Meine Reise endet zwar, aber meine Fragen bleiben offen. Doch kein Grund, traurig zu sein. Denn was die Queen nicht kann, kann der Fluter schon lange. In diesem Monat gibt er mir nämlich die Antworten auf meine Fragen bezüglich United Kingdom, wie zum Beispiel die Frage nach dem Bildungssystem in der UK. Die Welt ist rund. Und das, was sie bewegt, das findet ihr hier auf fluter.de.